Anfang des Schuljahres sind wir alle immer so motiviert, perfekt in das neue Schuljahr zu starten. Wir sagen uns so, ich werde jeden Tag lernen, ich werde schnell Lernzettel machen, ich werde einfach alles perfekt und schön und ästhetisch machen und im Endeffekt machen wir es dann doch nicht. Also ich kann das selbst von mir, wenn ich so diese ganzen Studygrams auf Instagram und YouTube angucke, dann bin ich so motiviert und halte das auch so 3-4 Wochen durch und danach nicht mehr. Und in diesem Video möchte ich euch einfache, lebensnahe Tipps geben, wie ihr euer Schuljahr zum besten Schuljahr machen könnt. Ich möchte euch einfach einige kleine, einfache und realitätsnahe Tipps geben, die euch euren Alltag vereinfachen können und einfach zu einem besseren Schüler bzw. zu einer besseren Schülerin machen. Und ich sehe gerade, dass meine Haare so komisch aussehen. Ich habe zwar gerade Haare gewaschen und ich glaube, daran liegt es... Was ist das? Oh no! Eigentlich sehe ich nicht so aus. Also die erste Sache ist, dir ein System zu überlegen. Ich mache das immer so, dass ich mir zum Anfang jedes Schuljahres natürlich ein System überlege und irgendwie eine Ordnung, die ich dann auch das ganze Schuljahr durchziehen möchte. Was mir das Leben einfach viel einfacher macht. Also wenn ich weiß, wie ich mich organisiere, das heißt, habe ich jetzt für jedes Fach einen Hefter, habe ich einen gesamten Ordner für alle Sachen, wie habe ich das Ganze unterteilt, wie mache ich eventuell Notizen, mache ich mir Lernzettel, mache ich mir Zusammenfassungen und wie organisiere ich mich einfach. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Methoden. Einige habe ich ja gerade schon so genannt ein bisschen. Du kannst dir aber auch überlegen, ob du dich vielleicht digital organisieren möchtest. Ich kenne ganz viele Leute, die vor allem in der Oberstufe an ihrem iPad oder an ihrem Laptop oder Rechner, wie auch immer, sehr, sehr viel arbeiten. Ich denke, sowas klappt für mich nicht so gut im Unterricht, da ich sehr gerne schnell schreibe und das auf dem iPad für mich nicht gut funktioniert. Aber ich bin mir sicher, dass es einigen bestimmt helfen wird. Ansonsten könnt ihr euch überlegen, wie gesagt, eine Zusammenfassung zu jedem Thema zu schreiben oder vielleicht die Highlights irgendwie rauszuschreiben. Oder ich habe auch überlegt, ob ich mir dieses Jahr für alle meine Fächer so eine Art Inhaltsverzeichnis schreiben soll, einfach vorne in jedem Hefter, also ich habe halt ein Hefter für jedes Fach, ob ich da vorne so ein Inhaltsverzeichnis machen soll und dann da so die Themen aufschreiben soll. Jetzt kommt noch ein Profi-Tipp von mir für euch, denn ich würde euch empfehlen, dieses genaue System eventuell nach den ersten Schulstunden zu überlegen, da es ja einige Lehrer gibt, die so ein bestimmtes System für euch direkt haben. Zum Beispiel meine Englischlehrerin möchte immer, dass wir irgendwie 4 verschiedene Englischhefte haben für jeweilige Sachen, wie jetzt Grammatik und so weiter. Also es gibt ja Lehrer, die haben da so ein bestimmtes System, was sie euch näher bringen wollen, was ihr dann auch benutzen müsst in den jeweiligen Fächern. Und deswegen wäre es, glaube ich, sehr gut, vielleicht mal so die ersten 1-2 Stunden abzuwarten oder auch den Lehrer zu fragen, wie sein Unterricht oder ihr Unterricht verlaufen wird. Ob die Lehrer jetzt ganz viel Auswerte austeilen werden, ob ihr viel schreiben müsst, ob ihr eigentlich fast alles im Buch macht. Ich glaube, das wäre sehr gut, da erstmal ein bisschen zu warten. Der zweite Punkt ist für mich, ich denke auch für viele von euch, eigentlich selbstverständlich und natürlich, aber ich weiß, dass ihn viele nicht befolgen, und zwar ist das, deine Hausaufgaben zu machen. Ich kann auch das Gefühl, dass ich nach Hause komme und gar keinen Bock mehr habe, irgendwas für die Schule zu machen, weder zu lernen noch Hausaufgaben zu machen, aber es ist wirklich ein Gamechanger. Aber es ist eigentlich wirklich sehr wichtig und auch sehr sinnvoll, wenn du zu Hause nochmal alles wiederholst, nochmal alles durchgehst, was du im Unterricht gemacht hast. Und vielleicht kommen bei dir ja auch einige Fragen, auf die du davor noch nicht hattest, und diese kannst du dann deinem Lehrer oder deiner Lehrerin das nächste Mal stellen. Und außerdem ist auch noch ein Vorteil, dass sich die Lehrer auf jeden Fall mögen werden. Ich glaube, wenn ich Lehrerin wäre, würde es mich auch aufregen, wenn Leute meinen Unterricht nicht schätzen und meine Hausaufgaben nicht machen. Was mir auch wirklich sehr geholfen hat, ist die Pomodoro-Technik anzuwenden. Bei der Pomodoro-Technik geht es darum, 25 Minuten zu arbeiten und dann 5 Minuten Pause zu machen, dann wieder 25 Minuten zu arbeiten und wieder 5 Minuten Pause zu machen. Das Ganze machst du dann 4-mal und dann kannst du eine längere Zeitpause machen und dann geht es wieder von vorne los. Die Frage ist halt, warum sollten wir das machen? Und die Antwort ist, für mich persönlich zumindest, dass 25 Minuten nicht lang sind. Und wenn ich mir einfach sage, ich habe diese Anzahl von Minuten, an denen ich jetzt konzentriert sein muss, wenn ich jetzt arbeiten muss, dann mache ich das viel eher, als wenn ich sage, ich muss bis heute Abend das fertig gemacht haben. Wenn ich mir die Zeit einfach so ein bisschen ausblocke und mir vorgebe, dann habe ich viel mehr Motivation und Inspiration, nein, nicht Inspiration, aber viel mehr Druck, das zu machen und deswegen auch irgendwie mehr Motivation, weil ich das schaffen möchte in dieser Zeitspanne. Und ich finde, aus diesem Druck resultiert auch so ein bisschen so eine schnellere Arbeit, denn wenn ich mir sage, ich muss zum Beispiel jetzt irgendeinen Aufsatz bis heute Abend fertig geschrieben haben, dann bin ich auch den ganzen Tag dran. Wenn ich mir aber sage, ich habe jetzt noch 2 Stunden Zeit, bin ich in 2 Stunden fertig. Und das ist der Grund, warum ich die Pomodoro-Technik sehr, sehr cool finde. Es gibt auch noch eine modifizierte Pomodoro-Technik. Da geht es dann, glaube ich, irgendwie so 50 Minuten arbeiten und dann 10 Minuten Pause und so weiter. Also müsst ihr euch mehr informieren. Aber auf jeden Fall ist diese Aufteilung oder Unterteilung der Zeit für mich persönlich zumindest sehr, sehr sinnvoll und sehr hilfreich. Ich glaube, was auch so ein Gamechanger ist im Leben, ist, wenn man immer fragt, wenn man was nicht versteht. Generell ist nicht nur im Unterricht, aber einfach immer, dann melde dich, frag den Lehrer, frag deine Freunde, frag irgendjemanden oder frag
Ja, bei mir ist es so, dass ich relativ wenig lerne für Tests, Klausuren, Arbeiten und so weiter, da ich versuche im Unterricht schon alles zu verstehen und mir schon das ganze Wissen und die ganze Kompetenz schon im Unterricht einfach anzueignen, dass ich halt zu Hause und im Nachhinein nicht mehr so viel nachholen muss. Es triggert mich auch einfach richtig doll, wenn im Unterricht was gesagt wird und ich das nicht verstehe. Also wenn wir irgendein Thema besprechen und ich verstehe es nicht, dann könnte ich nicht damit leben, dass ich nicht nachfrage. Vielleicht bin ich auch einfach so ein bisschen wirklich Streberin und zu wissensdurstig, aber es würde mich einfach aufregen, weil ich mir so denke, nein. Naja, auf jeden Fall ist es einfach sehr wichtig, immer nachzufragen und die Sachen schon direkt zu verstehen, denn wenn du einmal rauskommst in einem Thema, ist es ziemlich schlecht. Die nächste Sache ist, deine Aufgaben immer sofort zu machen, wenn du sie bekommst. Ich denke, die meisten finden das richtig nervig und ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, dass du das nervig findest, wenn du nach Hause kommst und sofort deine Aufgaben machst oder schon in der Pause die Aufgaben machst. Aber ich kann euch sagen, es hat mir wirklich so geholfen. Ich mache meine Aufgaben eigentlich immer sofort, wenn ich sie bekomme. Und es ist einfach so gut aus mehreren Gründen. Erstens, du vergisst es nicht wieder, weil du es halt schon direkt gemacht hast. Und ich kenne es auch, wenn ich mir irgendwas aufschreibe und dann länger Zeit nicht reingucke, dann vergesse ich das vielleicht zu machen. Vor allem, wenn diese Hausaufgaben irgendwie erst in 2 Wochen abgegeben werden müssen, dann vergisst man das halt mal schnell. Und so trägt man sich die ganze Zeit mit sich rum, hat es direkt abgearbeitet und kann es auch nicht mehr vergessen. Aber für mich als teilweise sehr emotionaler Mensch ist es auch sehr wichtig und sehr gut, dass ich diese Sache nicht die ganze Zeit mit mir rumtrage. Weil irgendwie, also sowas belastet mich halt richtig, wenn ich weiß, dass ich noch 5 Aufsätze schreiben muss zur nächsten Woche und ich das noch nicht gemacht habe, dann belastet es mich emotional. Und deswegen ist es ziemlich gut, dass ich die Aufgaben schon direkt mache, damit ich es auch schon direkt fertig habe. Übrigens habe ich für das neue Schuljahr so ein Ziel gesetzt für mich. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das durchziehen kann oder ob es überhaupt sinnvoll ist, es durchzuziehen, aber ich denke mal schon. Ich möchte es nämlich so machen, dass ich alle möglichen Schulsachen unter der Woche fertig kriege. Das heißt, dass ich am Wochenende nichts mehr für die Schule machen muss. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe bezüglich für Tests lernen, für Arbeiten lernen, aber ich möchte mir das so als Ziel machen oder als Idee für dieses Schuljahr auf jeden Fall. Alle Sachen, die zur Schule gehören, unter der Woche zu machen, damit ich das Wochenende frei habe für zum Beispiel YouTube, für Freunde und für Personal Development. Das war ein langes Gespräch. Falls du jetzt noch mehr Produktivitäts- und Organisations-Content haben möchtest, kannst du ja gerne auf meinem Kanal gucken, denn ich habe sehr, sehr viel von diesen Videos hier. Abonnier doch sehr gerne meinen Kanal und schreib einen Kommentar mit deinem Top-Schul-Hack, Schultipp, Lerntipp, Back to School. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen hier auf meinem Kanal. Ja, hab noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss. Und jetzt können wir schon zum zweiten Punkt. Ich habe ihn wieder vergessen. Okay. Keine Ahnung was. Ich sage so oft keine Ahnung was. Ich sage immer voll auf und so weiter. Ich muss mir abgewöhnen. Und das ist einfach der Grund, warum ich persönlich die Pomodoro-Technik sehr, sehr cool finde und euch sie geben möchte. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Nein.